Jutta, Kalechala, Lemiesto. Ich bin die Tochter eines Krieghäuptlings, Numkahata. Er erschlug zwei seiner Gegner mit einem Schlag seiner Kriegskeule. Damals wurde ich von meinem Stamm verstoßen. Aber bevor ich das miterleben sollte, bin ich lieber selbst gegangen und habe meinen eigenen Weg eingeschlagen. Ein Weg, der vielleicht für euch etwas unehrenhaft erscheinen mag, der mich aber jeden Tag wieder neu einnimmt, durch meinen Stolz und durch meine unersättliche Neugier. Haben Sie einen Namen? Ich nehme mal an, dass das nicht Ihr Name ist. Shota tritt bitte vor. Schwörst du, dem Stamm und deinen Brüdern und Schwestern zu helfen, sie zu unterstützen und zu schützen, wie auch sie dir helfen werden, dich unterstützen und schützen? Ich schwöre. Dann nimm bitte dein Messer und mach einen kleinen Schritt in deinen Unterarm. Jetzt presst dein Unterarm auf den heißen Stein. Überkommen dich Zweifel, schau auf die Narbe und denk daran, dass du nie alleine bist. Damit begrüßen wir Shota vom Nakota-Stamm von Creek River in unseren Reihen. Oh, Shota. Heute bin ich Mitglied eines neuen Stammes. Werden wir unsere Ära beschreiten und die Geschichtsschreibung ändern im Jahre 1890? Ist es möglich für eine Frau, in die Stapfen ihres Vaters zu treten und eine große, anerkannte Kriegerin zu werden? Mhm. Irgendwie Möglichkeit sein, dass einer sich postieren auf Felsen? Ich auch gerade überlegt habe. Weil dann vielleicht besser Gespräch mit ihr. Sei Teil einer neuen Ära der Kriegsindianer, der Lakota.